Hallo liebe Elektronikfreunde und die, die es noch werden wollen. Aller Anfang ist schwer, aber nicht mit Kraftwerk. Um auf Nummer sicher zu gehen, drehen wir aber trotzdem ein kurzes Inbetriebnahmevideo für euch. Hier am Tisch haben wir alles, was für die Inbetriebnahme benötigt wird. Wir haben den Fernsteuersender, den dazugehörigen Empfänger, das Lenkservo, den Fahrtenregler, den Fahrakku und natürlich die Lichtanlage. Hier für dieses Video verwenden wir die Lichtanlage vom Actros 3363. Da aber nur der KLM 416 angelernt wird, ist dieses Video für alle Lichtanlagen gültig. Für die Inbetriebnahme oder für das Einlernen der Kanäle nehmen wir den KLM 416 aus der Verpackung und legen ihn zu den anderen Komponenten. Das Wichtigste beim Einlernen der Kanäle ist, dass wir wissen, auf welchem Kanal des Empfängers welche Knüppelbewegung belegt ist. Dazu schließen wir den Fahrtenregler an einen freien Kanal des Empfängers an, schließen den Fahrakku an, somit haben wir den Empfänger mit Strom versorgt und verwenden das Lenkservo oder ein verfügbares Servo, um jeden Kanal nacheinander zu belegen und herauszufinden, auf welcher Knüppel auf welchen Kanälen belegt ist. So, wir schließen nun den Fahrtenregler hier am Kanal 14 an und schließen den Fahrakku an den Fahrtenregler an. Somit haben wir den Empfänger mit Strom versorgt. Wir sehen bereits die rote LED hier blinken. Wenn wir den Sender einschalten, beginnt die LED zu leuchten. Die Verbindung zwischen Fernsteuersender und Empfänger ist hergestellt. Wichtig ist, dass wir hier keinen Motor verbunden haben. Wenn das System bereits im Modell verbaut ist, dann bitte den Motor abschließen oder zumindest das Modell sicherheitshalber aufbocken. Wir nehmen nun das Servo, schließen es an den Kanal 1 an und bewegen die Kanäle, um herauszufinden, auf welchem Kanal das Servo nun hört. Wir haben hier den rechten Knüppel waagerecht, wir haben hier die Lenkung belegt, somit haben wir am Kanal 1 eben die Lenkung. Wir schließen das Servo ab und stecken gleich den KLM 416 an. Wir haben hier Gas in, Lenkung in, Kanal 1 in, Kanal 2 in. Kanal 1 und Kanal 2 sind unsere Bezeichnungen, haben somit nichts mit den Kanälen hier zu tun. Wir nehmen nun den Lenkungskanal und stecken ihn hier an Kanal 1 an. Der nächste Schritt ist, wir nehmen wieder das Lenkservo, stecken in den Kanal 2 an. Wir suchen nun wieder die Knüppelbewegung und sehen hier, dass am Kanal 2 das Gas belegt ist. Wir nehmen den Gaskanal vom KLM 416, schließen ihn am Kanal 2 an, nehmen dann das Lenkservo, stecken hier am Empfänger auf Kanal 3 an, sehen, dass der Kanal 3 am rechten Knüppel senkrecht belegt ist. Das ist in unserem System der K2 oder auch Kanal 2. Stecken den somit auf 3 an. Und der letzte, Kanal 4, kann jetzt nur mehr der linke Knüppel waagerecht sein. Das ist in unserem System der K1. Wir haben nun bereits den KLM 416 richtig an den Empfänger angeschlossen. Das Lenkservo kommt dann an den Lenkungsausgang und der Fahrtenregler an den Gasausgang. So, das System wäre jetzt schon betriebsbereit, aber es sind die Kanäle noch nicht eingelernt. Die Kanäle müssen eingelernt werden, dass der KLM 416 weiß, wo beispielsweise ist links, wo ist rechts, wo ist die Mittelstellung, wo sind die Endausschläge. Und das kann auf mehrere Arten erreicht werden. Die einfachste ist einfach hier das System neu zu starten und innerhalb der nächsten 15 Sekunden den Gas- und den Lenkungskanal in den Endausschlag zu bringen. Wir warten nun ca. 5 Sekunden und dann blinkt die LED einmal rot auf. Wenn wir die Knüppel loslassen, blinkt die LED nochmal rot auf
und zeigt somit den ersten Schritt an. Erster Schritt heißt, erster Kanal einzulernen. Das ist der Gaskanal. Wir müssen nun den Gaskanal in die Vollgasstellung bringen und danach Vollbremse. Wenn wir den Knüppel wieder in die Mittelstellung bringen, blinkt die LED zweimal. Der nächste Kanal ist dran, das ist die Lenkung. Lenkung ganz links, Lenkung ganz rechts. Die LED blinkt dreimal. Der nächste Kanal einzulernen ist der K1, linker Knüppel waagerecht, ganz links, ganz rechts. Die LED blinkt viermal, der K2 nach oben, K2 nach unten. Die LED blinkt einmal rot länger, um den Einlernvorgang zu bestätigen. Der Einlernvorgang ist erledigt und der grüne Doppelblitz zeigt an, dass das System nun betriebsbereit ist. Da wir jetzt hier keine Verbraucher angeschlossen haben, außer das Lenkservo, sehen wir noch nicht viel. Daher nehmen wir jetzt die Beleuchtungsplatinen zur Hand und schließen diese an die Empfängerausgänge an. Sorry, nicht an die Empfängerausgänge, natürlich an die Busausgänge. Die weißen Stecker werden einfach an einen beliebigen Ausgang hier angeschlossen. Die Reihenfolge ist egal. Und nach dem Anschließen sehen wir hier schon das Tagfahrlicht des Actros 3363. Wir schließen dann noch die hinteren Beleuchtungsplatinen an. Wir sehen hier das Rückfahrlicht. Wenn wir den Gasknüppel bewegen, sehen wir schon das Bremslicht und das Rückfahrlicht aktiv. Und dann schließen wir noch die Dachbeleuchtung an. Und somit hätten wir bereits den gesamten Actros beleuchtet. Der KLM 416 wird mit der sogenannten Ebenensteuerung ausgeliefert. Das heißt, wir steuern mit K2 zwischen den Ebenen Fahren, Licht und Zusatz. Und abhängig von der Stellung von K2 steuern wir mit K1 die Funktionen selbst. K2 in der Mittelstellung ist Fahren. Das bedeutet, wir steuern hier den Blinker links, den Blinker rechts. Wir sehen hier bereits das Kurvenlicht mit einschalten. Wenn wir den Blinker nochmal betätigen, schalten wir ihn wieder aus. Selbe funktioniert mit der Blinkerrückstellung automatisch. Wenn wir fahren, wird der Blinker ebenfalls zurückgestellt. Der K2 nach oben ist die Stellung Licht. Wir können hier das Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte steuern und alles aus. Hier auf der Stellung Fahren haben wir noch die Lichthupe als lange Funktion oder lange rechts den Warnblinker. Informationen dazu findet ihr aber im Handbuch. Eine Frage, die häufig gestellt wird, ist, ob nicht die Kippschalter und Kipptaster hier verwendet werden können. Das ist natürlich möglich. Auf der rechten Seite haben wir die Schalter. Somit könnten wir hier den K2 belegen und auf der linken Seite haben wir Taster. In Wirklichkeit ist das ganz einfach. Wir müssen nur wieder wissen, auf welchem Kanal die jeweiligen Taster belegt sind. Dazu nehmen wir wieder unser Lenkservo oder ein anderes Servo und versuchen herauszufinden, auf welchem Kanal die Schalter belegt sind. Ich schließe hier das Servo an Kanal 14 an und teste einfach mal alle Schalter durch. So, hier der Kanal 14 scheint dieser Taster zu sein. Das heißt, wir nehmen den K1 und stecken ihn hier an. Ups, falsche Seite. Kanal 1, natürlich stecken wir den Kanal 1 hier ab und auf den Kanal 14 ein. So, die Schalter sind dann vermutlich hier auf 9. Ja. Das wäre dieser hier. Wenn wir ihn auch hier belegen wollten, schauen wir mal den Kanal 5. Nein.
6 auch nicht, 7 auch nicht. Hier ist der Kanal 8. Das ist nun unser K2. Wir stecken das Lenkserver wieder zurück an den Lenkungsausgang und lernen die Kanäle erneut ein. Dazu starten wir das System neu und bewegen innerhalb der ersten 5 Sekunden Gas und Lenkung in die Endausschläge, warten ca. 5 Sekunden und wiederholen den Einlernvorgang. Vollgas, Volllenkung, Vollbremse, Verzeihung, Lenkung links, Lenkung rechts, dann K1 nach links bzw. oben, K2 nach rechts bzw. unten. Nach dem dreimaligen, viermaligen Blitzer kommt der K2 nach oben, K2 nach unten. Wir sehen den grünen Doppelblitz und das System ist eingelernt. Wir haben den K2 nun in der Mittelstellung fahren und wir haben hier den Blinker links, den Blinker rechts, lange gedrückt nach oben die Lichthupe im Lichthupenmodus und dann lange gedrückt nach unten die Warnblinker. Schalten wir den K2 nach oben, haben wir hier das Licht, Standlicht, Abblendlicht, nach unten das Fernlicht, lange nach unten die Nebelscheinwerfer, die Nebelschlussleuchte und kurz nach oben alles aus.